Hey, schon wieder Mathes Raster, was ist mit der in der Hütte jedes Mal? Jedes Mal gibt's da eine Mission. Jetzt gibt's schon wieder Drama. Was ist jetzt schon wieder mit der Tante da drinnen los? Das ist hier nicht normal. Das ist hier echt nicht normal. Digga, let's go. Ah, Clive, ich wollte gerade nach dir rufen lassen. Würdest du bitte etwas zu Sir Wade nach Eastpool bringen? Saatgut zum Pflanzen. Je früher sie dort mit dem Anbau beginnen, desto besser. Bis sie genug ernten, werde ich natürlich weiterhin Lebensmittel schicken. Aber wenn Eastpool überleben soll, müssen die Menschen dort allein zurechtkommen. Das gilt vor allem für die Träger. Sie haben immer nur Befehle ausgeführt und jetzt sind sie ihre eigenen Herren. Kein Wunder, dass sie keine Ahnung haben, wie sie sich versorgen sollen. Also müssen wir es ihnen zeigen. Ich könnte auch jemand anderen schicken. Aber die Kutscher, die Eastpool mitbeliefern, erzählen in letzter Zeit immer öfter von Akasischen, die sie unterwegs sichten. Sir Wade will mich wohl nicht beunruhigen. Mir hat er nämlich nichts davon gesagt. Aber wenn jemand mehr aus ihm rausbekommen kann, dann du. Weißt was? Weißt was, Diggi? Diese gute alte Milch. Digga. Digga, du warst nicht fertig, Alter, mit der Hurensmilch. Ist gut. Danke. Ich wusste, ich kann auf dich zählen. Hier, genug Samen, um bald das ganze Dorf mit Gieserkraut zu versorgen. Gieserkraut? Zugegebenermaßen nicht das Leckerste. Einfach nur Liebe, Digi. Einfach nur Liebe. Es wächst schnell, ist widerstandsfähig und macht satt. Besser als andere Pflanzen, die beim ersten Frost eingehen. Und Chocobos lieben Gieserkraut. Das kommt uns zugute. Schließlich brauchen wir auch gesunde und kräftige Tiere, wenn uns der Aufbau von Eastpool gelingen soll. Roh ist es ganz schön bitter, aber richtig zubereitet ist es auch für Menschen genießbar. Man lernt wohl nie aus. Also gut, gib die Samen einfach Sir Wade. Er weiß schon Bescheid. Und frag ihn auch nach den Akasischen, ja? Gut, mach ich. Jo, na sicher, machen wir wieder. Den einen oder anderen tun wir wieder erledigen. Ich will einfach nur meinen Ruhm haben, damit ich wieder eine fette Belohnung daher kriege. Aber, mal wieder den 31er. Kann ich schon... Ja! Hier wird mal wieder der 31er gemacht. Da gibt's die Gates, Fuß, oder bist du deppert oder was? Na sicher, oder mal wieder schnell reisen. Na wieder, bin ich nicht deppert. Ich hab gehört, die Hüter wollen, dass wir... Ja, dann musst du ein bisschen Gemüse anbauen. Ist nicht mein Problem. Ah, Lord Rossfield. Was führt euch nach Eastpool? Eine Lieferung von Martha. Aber mit den Akasischen? Ja, das sehe ich mir schon wieder mit den ein oder anderen Kampf hier. Zum Glück kriegt Martha uns unter die Arme. Einen Versuch ist es wert. Schließlich wäre es ein Jammer, wenn die alten Weizenfelder lange brach legen. Wir hätten sie natürlich schon bestellen können. Aber ohne Saatgut... Martha möchte vor allem, dass ihr den Trägern den Gemüseanbau erklärt, damit sie irgendwann allein zurechtkommen. Eine ausgezeichnete Idee. Die Träger, die wir hergebracht haben, waren gerade erst ihren Ketten entkommen. Ja, das hoffe ich aber auch. Digga! Freiheit ist neu für sie. Sie haben nie gelernt, wie man sich selbst versorgt. Ja, das sind halt einfach so die klassischen Nebenquests, wie man sie halt einfach kennt. Nach all den Jahren des Wegschauens ist das das Mindeste, was wir für sie tun können. Ich gestehe, dass ich und meine Männer bislang kein gutes Beispiel waren. Ohne Marthas Lieferung wären wir hier wohl schon längst verhungert. Aber sowieso, du sagst es. Zeit, muss nur ernst gestehen. Versorgen. Beziehungsweise, ja, ich sag's, nachdem er dann ausgeredet hat, dann beginnt zum Reden. Allerdings haben wir im Augenblick alle Hände voll damit zu tun, die Verteidigung von Eastpool zu stärken. Es gab beunruhigende Sichtungen hier. Die Horde, sie rückt näher. Na schau, klingt schon gut, Rio. Bisschen Action. Verdammt. Ich dachte, uns bliebe noch Zeit. Versammelt euch im Zentrum und ruft Verstärkung von der Rast. Ja, Sir Wade.
Horde? Akasische. Und zwar richtige Scharen. Sie wurden immer häufiger hier in der Umgebung gesichtet. Gegen diese Überzahl können wir unmöglich ankommen. Ich wollte mit meinen Männern einen Schutzwall errichten, damit wir eine Chance haben, das Dorf zu verteidigen. Aber dafür ist es zu spät. Oder Ifrit ist jetzt hier am Bag-in-Business. Er macht sie alle fertig. Dann könnten wir es schaffen. Er braucht nicht einmal Hilfe dazu. Großen Portion Glück. Und wenn ihr hier in Eastpool Verstärkung anfordern würdet? Meint ihr die Träger? Wir haben sie hergebracht, um sie zu retten, nicht um sie in den sicheren Tod zu schicken. Sir Wade, ihr braucht Hilfe bei der Verteidigung. Redet mit den Trägern. Sie wollen sicher auch für Eastpool kämpfen. Auch wenn es keine ausgebildeten Soldaten sind. Ihre Unterstützung könnte den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage bedeuten. Ihr habt recht, Milord. Ich werde mit Ihnen reden. Und? Let's go fight oder nix? Ey, Wilder, ihr redet die ganzen Tage, währenddessen sind Freunde, schon 20.000 daherkommen. Seid ihr steppert? Die reden, Wilder, let's go, fight! Der Feind ist uns Hütern zahlenmäßig überlegen. Aber ich weiß, dass wir ihn besiegen können. Mit eurer Unterstützung. Wir sollen uns für euch opfern. Köder spielen und diese Monster ablenken, damit ihr euch retten könnt. Wie konnten wir euch nur vertrauen? Was ihr auch sagt, ein Zuhause ist den Tod nicht wert. Aber es ist wert, dafür zu kämpfen. Sir Wade und seine Männer kämpfen, damit ihr eine Chance habt. Ah, sehr schön. Genauso wie ich und Sid es tun. Wir wollten, dass ihr ein Zuhause bekommt, wo ihr frei seid. Und das habt ihr nun. Hier. Dieses Dorf. Eastpool. Eastpool ist euer Dorf. Euer Zuhause. Und wenn ihr nicht dafür kämpft, was euch gehört, verliert ihr es. Das einzige, für was ich kämpfe, ist der Kaffee, oder bist du eppert? Ihr wisst es selbst. Ja, der mundet. Alles wegnehmen. Wirklich alles. Euer Zuhause, eure Freiheit, sogar euer Leben. Wie lange wollt ihr das alles noch tatenlos über euch ergehen lassen? Wollt ihr euch wie wehrlose Lämmer eurem Schicksal ergeben? Geil, Digga! Ein einziges Mal zurückgeschlagen zu haben? Geil! Wie geht's dir damit? Die sind richtig motiviert. Wow, Alter, Bruder. Die sind heute so wie ich montags in der Firma. Was tust du? Ich kämpfe. Gib mir ein Schwert. Ich habe nie ein eigenes Zuhause gehabt. Und jetzt, wo ich es habe, will ich es nicht wieder verlieren. Und wenn ich dafür kämpfen muss, dann werde ich es tun. Wie wir alle. Wir kämpfen gemeinsam, weil wir es wollen. Für Eastpool! Für den Kaffee! Für den Kaffee, Leute, let's go! Mit Milch! Was? Danke, Martha. Wir reden später. Erst sprechen die Waffen. Zeigen wir ihnen, was Freiheit bedeutet. Werden wir. Gut, mit so vielen helfenden Händen sieht die Lage schon anders aus. Ja, dank dir. Ach, ich rede immer nur, wie mir der Mund gewachsen ist. Lord Rossfield, Milady. Die AC-Zeit, Alter, auf YouTube war ja krank. War ja richtig geil. Wir teilen mehrere kleine Trupps auf. In jedem davon Hüter, Träger und Wachen von der Rast. Diese beziehen an strategischen Punkten ums Dorf Position.
Sobald die Akasischen angreifen, lenken die Trupps sie ab und versuchen, ihren Vormarsch zu bremsen. Gleichzeitig fallen sie langsam zurück. Ihr wollt sie ins Dorf locken? Richtig. Indem wir uns aufteilen, machen wir uns auch angreifbar. Verwundete müssen wir aber um jeden Preis verhindern. Deshalb konzentrieren wir uns zunächst auf unsere Verteidigung. Um die Bewegungen der Trupps zu koordinieren, geben die Träger Signale weiter. So können wir die Akasischen dort zusammenführen, wo wir im Kampf einen Vorteil haben. Das heißt, im Idealfall auf dem Dorfplatz. Hier können unsere besten Kämpfer den Feind zusammentreiben und angreifen. Und wir beide geben ihnen dann den Rest. Ein guter Plan. Allerdings muss jemand mit kühlem Kopf und Nerven aus Stahl den Trupps die Befehle geben. Und dafür kommt nur einer in Frage. Ihr, Sir Wade. Bitte, unterstützt die Leute da draußen. Wollt ihr den Ruhm für euch? Sir Wade, sie sind hier! Ihr wisst, was zu tun ist. Wir arbeiten zusammen. Jeder erfüllt seine Aufgabe. Ein jeder schützt seinen Nächsten, damit keiner von uns fällt. Und Eastpool bestehen bleibt. Für Rosaria. Für den Kaffee. Für den Kaffee! Keine Zeit zum Diskutieren, Milord. Ich tue, was ihr verlangt. Und ich, was ihr verlangt. Let's go, Alter. Jetzt haben wir eh schon so viel geredet, Alter. Dann befinden wir uns besser auch in Position. Mir würde es nicht wundern, wenn wir schon längst überrannt sind. So viel wie die Kreton. Ja, also für mich ist noch immer so Top 3 Digger. Einmal die AC-Zeit und einmal die Volong-Zeit. Digger, das waren die beste Streaming-Zeit ever. Das war krank. Das war richtig, richtig krank. Also AC hat was richtig Geiles gehabt, aber Wolong war auch so geil von den Ausraster her. Es war einfach nur krankes Niveau. Alle beide sagt man, so geile Zeit. Das war einfach krank. Richtig geil. Wie viel könnte ich die vielleicht jetzt hätte ein bisschen früher gebrauchen können? Weil nur für die Drachgegner oder Beute ist das nicht, oder bist du. Kleiner Luft. Perfekt. Aber was ich auch noch vor erwähnen wollte, ist, ich habe viel experimentiert, aber muss ich ganz ehrlich gestehen. Extrem viel experimentiert. Ich habe mir gedacht, hab vielleicht dann doch so ein bisschen auf alternative Hase angelehnt. Vielleicht dann doch eher Richtung Hafermilch oder so welche Ersatzmilchsachen etc. Eins habe ich bis jetzt gefunden, muss ich ganz ehrlich gestehen, wo ich sage, so ja, mit so einem leichten Kokosgeschmack, aber kann ich mir nicht die ganze Zeit geben. Aber ich hätte wenigstens mal so eine Alternative gefunden, wo man sagt, dass man nicht immer nur Milchprodukte benutzt. Kauft etc. mit vielleicht sogar besseren Nährwerten und bla bla bla, was Gott noch, was noch für Scheiße da alles drinsteckt. Muss aber dennoch gestehen, wie ist es halt? Ich will nicht sagen gierig, aber mir sind halt einfach ab und zu manche Sachen zu teuer, muss ich sagen. Ich kaufe mir ab und zu jeden Scheißdreck, sage ich da ganz ehrlich, aber bevor ich mir zum Beispiel um 1,20, also um 2,99 oder um 3,20 oder 3,50 so eine No-Milch-Packung kaufe, kaufe ich mir lieber ganz ehrlich um 1,20 die Milch, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und da habe ich dann auch jedes Mal, da weiß ich, da schmeckt's mal. Und jedes Mal probiere ich's aus und jedes Mal habe ich so das Gefühl, so, na, ich probier's und die Hälfte bleibt im Kühlschrank. Und vergammelt dann irgendwann. Und die meisten Wachen sind gerade hier. Sir Wade, wie ist die Lage um Eastpool? Schwer zu sagen. Meine Männer kämpfen noch, aber ich glaube, das Schlimmste haben wir überstanden. Ich könnte ein paar von ihnen rausschicken, um den Curl zu suchen. Nein, sie werden hier gebraucht. Ebenso wie ihr, Sir Wade. Ihr habt das Kommando. Ich suche den Curl. Kommt nur nach, wenn Eastpool sicher ist. Zu Befehl, Milord. Der Begründer sei mit euch. Aber dennoch, ich würde trotzdem halt noch immer sagen, wenn ich was Neues sehe, würde ich es mir holen, würde ich es ausprobieren, aber mit Bedenken. Immer wieder mit Bedenken, weil mir die Sachen einfach. In dem Fall bin ich halt irgendwie schon fast, muss ich sagen,
in dem Fall dann doch irgendwie zu gierig. Ich bin mir dann einfach gierig, dass ich sage, ich gebe für so ein Milchpackerl, also no Milch, bla bla bla, 3 Euro aus oder irgendwas. Da kaufe ich mir lieber meine Milch im Glas und die ist einfach lieber oder die laktosefreie Milch. Kommt immer drauf an, auf was ich so ein bisschen Bock habe. Kein Thema, kein Problem, Digi. Es geht halt einfach nur darum, dass ich halt ein bisschen experimentiert habe. Mit den ganzen No-Milk-Sachen und alles drum und dran, Hafermilch und weiß Gott noch was, alles so am Start ist. Hab meine Phase gehabt, hab alles so durchprobiert, aber ich bin mal ganz ehrlich, das ist ein bisschen ist gierig. Ich geb eh schon für jeden Scheißdreck Geld aus, sag ich da ganz ehrlich. Aber für das bin ich mal dann wieder ein bisschen zu gierig. Wie mit den Erdbeeren oder irgendwas. Boah, wenn die nicht in Aktion sind, die kaufe ich mir nicht. Die sind gleich am Verschimmeln. Digga! Du kaufst ab und zu, die machen ja wieder die 31er. Die machen mal wieder den 31er Trick. Ich sag's da, Alter. Die machen das so richtig schön, Platzierungen und alles drum und dran. Schaust dir das Backerl an. Schaut ja eh gut aus. Das Backerl schaut eh gut aus. Gehst du nach Hause, reißt die Packung auf, weil du ganz genau weißt, am nächsten Tag kannst du die Erdbeeren schon wieder vergessen, weil du sie schon wieder wegschmeißen kannst. Und das habe ich eigentlich fast jedes Mal so. Ist traurigerweise leider so, aber was so ist, kann man halt leider nichts dran ändern. Beziehungsweise das maximal einen Tag hält oder du frisst es halt ein. Das ist ja auch noch eine Alternative. Ist ja auch noch was. Aber im Endeffekt kannst du es vergessen. Und reißt die Packung auf und die ist schon einmal verschimmelt, Alter, du zuckst einfach aus. Wenn da schon einmal so die ein oder andere Erdbeere drin ist, dann bist gleich mal brennhaas und hast schon wieder keinen Bock mehr auf die Erdbeere. Ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Heutzutage mit den ganzen Erdbeeren, Himbeeren und die ganzen Sachen da. Na, tut richtig weh. Tut richtig weh, die Sachen zu kaufen. Dann kauf ich's mal lieber im Tiefkühler. Kampf ist mir lieber gleich eingefroren. Ja, man kann sie auch selbst einfrieren, wenn sie in Aktion ist, beziehungsweise wie es auch immer jeder möchte. Gar kein Thema. Aber ich bin dann doch eher lieber so, ich lasse lieber gern so draußen stehen, Snacks dann am Abend oder am nächsten Tag oder gerade für die Arbeit zum Mitnehmen, irgendwas in der Richtung. Und dann siehst du schon diesen scheiß Schimmel und denkst einfach nur so, ihr Hurenpack, Alter. Na, einfach gar keinen Bock. Ja, da ist man dann einfach zu schade. Da ist man einfach zu schade, dass ich da halt um, was denn, 3 Euro? 3 Euro sind mir mittlerweile bei so einem Backerl, Himbeeren oder irgendwas. Ist mir einfach zu schade. Geschafft. Kaffee ist mir lieber im Tiefkühler. Schmecken halt zwar nicht so geil, aber sie schmecken. Sowieso, wenn du so ein Smoothie oder irgendwas machst, geil, geh bitte. Er schmeckt alles geil. Na, schmeckt es eh dann. Definitiv besser. Mit ein bisschen Milch. Da sind wir schon wieder bei dem Thema Milch. Lord Rossfield, was ist mit dem Kerl? Er ist erledigt. Dem Begründer sei Dank. Und euch, natürlich. Wir haben derweil den Rest der Arkasischen vernichtet. Ich habe rund um das Dorf Hüter positioniert, falls sich doch noch Gefahr nähert. Aber es scheint alles ruhig zu sein. Ich wage es kaum zu fragen. Ist es wirklich vorbei? Sieht ganz so aus. Unglaublich. Eastpool ist gerettet. Danke, Freunde. Danke. Nein, Sir Wade. Wir sind es, die zu danken haben. Ihr habt uns vereint und uns klargemacht, dass man für Dinge kämpfen muss. Bevor wir hergekommen sind, hatten wir nie etwas. Nichts, das wir beschützen konnten. Aber jetzt ist alles anders. Vergebt uns, Sir Wade. Wir haben euch Schreckliches unterstellt. Ihr wolltet nur helfen. Auch Vertrauen mussten wir erst lernen. Wir sind jetzt frei. Und so müssen wir uns endlich verhalten. Wir werden unser Eigentum verteidigen, um Eastpool zu schützen. Ganz genau. Wir werden kämpfen. Zusammen. Wir bleiben hier. Niemandem wird es gelingen, uns zu vertreiben. Dafür werden wir sorgen.
Kommt, Freunde. Packen wir es an. Es gibt viel zu tun in unserem Dorf. Ja, ich sag's euch, alles für die Milch. Alles für den Kaffee. Sie sind keine Sklaven mehr. Nein. Sie sind Rosaria. Euer Vater sprach sich immer für Träger aus. Er wäre froh, diese Träger freizusehen, wenn er noch bei uns wäre. Ja, das glaube ich auch. Ich bleibe hier, Milord, und helfe beim Wiederaufbau des Dorfes mit. Von nun an ist das auch mein Zuhause. Und wenn ich mich Ispulana nennen will, muss ich auch was dafür tun. Ihr meint wohl Ispula, Sir Wade. Aber ihr könnt euch nun mit Recht so nennen. Ich muss mich auch anstrengen, nicht, dass ihr die Rast alt aussehen lasst. Ich sollte mich langsam auf den Rückweg machen. Können wir weiter auf deine Hilfe zählen, Martha? Natürlich. Schließlich wäscht eine Hand die andere. Wir Rosaria müssen zusammenhalten, oder nicht? Ja, in der Tat. Und Clive, sieh nachher bitte auch noch bei mir vorbei, damit ich mich anständig bei dir bedanken kann. Ist gut. Bis gleich. Der Rezeptal oder irgendwelche guten Sachen, das wär's. Auf wichtig und richtig angelehnt. Lord Rossfield, wisst ihr noch unsere erste gemeinsame Mission? Der Kampf mit den Goblins in der Stillwindmarsch? Als könnte ich das vergessen. Einen Anblick werde ich nie vergessen. Ihr, vor diesem gigantischen Morbol. Nicht die Spur von Angst in den Augen. Seitdem gab es viele Tage, an denen mich der Mut fast verlassen hätte. Immer dann, wenn der Feind uns so überlegen war, dass ich am liebsten mein Schwert niederlegen wollte. Aber jedes Mal fiel mir euer Blick von damals ein und ich erinnerte mich wieder, was es heißt, ein Schild zu sein. Und deshalb werde ich nie aufgeben, egal was Eastpool noch erwartet. Dank euch. Sir Wade, ihr wart schon immer ein wahrer Schild. Nicht nur Eastpool, sondern auch ganz Rosaria kann auf euch zählen. Danke, Milord. Und der Rest der Welt kann auf euch zählen. Ich gebe mein Bestes. Muss ich aber sagen, war mal wieder eine wichtige Mission. War mal wieder meiner Meinung nach wirklich eine wichtige Mission. Okay, zum Händler müssen wir auch gleich vorbeischauen. Ich finde es halt einfach geil, mal wieder so ein Thema aufzureißen. Ist schon wichtig. Ist schon extrem wichtig. Auch so ein bisschen Charakterentwicklung, beziehungsweise auch mal das Örtchen mal wieder etc. Finde ich schon gut. Finde ich schon gut. Okay. Ich wollte gerade sagen, so, warum habe ich das nicht? Wahrscheinlich habe ich es verkauft, weil es irgendein Blödsinn ist wahrscheinlich. Safe. Ja, davon kaufe ich safe einmal eins. Man kann ihn nie wissen. Sonst? Ja. Oh ja. Ja, na sicher. Von den Drangeln auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Man kann nie wissen. Man kann echt nie wissen. Tausend Dank. Eine Verteidigung? Bist du eh, oder bin ich gleich, oder bin ich gleich bankrott, oder bist du eh, wow, oder? Auf was gar gehört mehr, oder bist du eh, aber ich hab einkaufen, hab nix mehr. Kein Scheißen, oder? Kann nicht der Ernst sein. Jetzt bin ich aber gespannt, was kriegen wir denn Hübsches? Würde mal sagen, gib her. Da ist ja unser Held. Digga, Chefe. Du warst zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Gib mir wenigstens ein bisschen Geld oder irgendwas, was ich jetzt verbraucht hab. Du nicht nur die Samen überbringen, sondern auch Eastpool und die Rast retten. Ich habe nur meinen Teil getan. Und für diesen Teil sollst du natürlich belohnt werden. Hier, nimm, bevor ich es mir anders überlege. Danke, Martha. Geil. Schön, dass in Eastpool endlich wieder Leben einkehrt. Ein Zuhause für freie Träger. Wer hätte gedacht, dass wir das noch erleben? Die Idee kam von dir. Weiß ich ja, aber ich hatte sie nie zu Ende gedacht. Träger, die sich selbst versorgen, für sich selbst denken, für sich selbst arbeiten. Wie in eurem Versteck, nur nicht versteckt. Wobei es hier an der Rast dieser Tage auch so ist. Weißt du,
Diese Träger in Freiheit zu sehen, das erinnert mich an mein erstes Treffen mit Sid. Auch wenn ich an den Tag nur ungern zurückdenke. Klingt, als hättet ihr euch nicht auf Anhieb verstanden. Was war denn? Nun, wenn du es wissen willst, ich hatte schon lange, bevor ich ihn kennengelernt habe, für Träger gekämpft. Um genau zu sein, haben sich deshalb unsere Wege überhaupt erst gekreuzt. Eines Tages tauchte er hier auf und wollte wissen, wer bei uns die ganzen Träger kauft. Er muss gedacht haben, dass ich Schreckliches mit ihnen anstelle, dass ich sie jage, zum Spaß foltere oder weiß der Begründer was. Und ich? Ich dachte, dass er ein Vorsteher ist und ich aufgeflogen wäre. Aber am Ende haben wir doch noch begriffen, dass wir auf derselben Seite waren. Aber dann ging es los. Der unverschämte Kerl wollte mich belehren, was ich alles falsch mache. Nach allem, was ich schon auf mich genommen hatte. Er meinte, ich würde meinen Trägern keine Freiheit schenken. Dass sie immer noch als Sklaven sterben würden. Ich habe ihm natürlich die Meinung gegeigt. Hab gesagt, wenn ihm nicht passt, was ich mache, soll er entweder abhauen oder mich verpfeifen. Und was hat er getan? Gelächelt und dann gelacht. Hab ich dann auch. Später an diesem Tag haben wir abgemacht, immer zu helfen, wenn einer von uns in der Klemme steckt. Und das habt ihr. Ja, wir hatten schließlich das gleiche Ziel. Das Leid der Träger zu lindern. So wie dein Vater. Ich kam etwa zur gleichen Zeit zur Welt, als er Großherzog wurde. Als Kind habe ich gesehen, wie er versucht hat, die Dinge zu ändern. Allerdings stieß er auf starken Gegenwind. Das stimmt. Je höher die Ziele sind, desto schwerer sind sie zu erreichen. Deshalb liegt es jetzt an uns, dafür zu sorgen, dass die Träume wahr werden, die auch Sid und mein Vater hatten. Besser hätte ich es nicht sagen können. Und wenn wir es nicht schaffen, dann die, die nach uns kommen. Zum Glück haben wir schon ein paar vielversprechende Küken im Stall. Bei dem Gedanken könnte man geradezu Hoffnung schöpfen. Ein klein wenig. Also gut, genug geschwatzt. Die Arbeit wartet, das Essen kommt schließlich nicht von selbst auf den Tisch. Nach dem harten Kampf um Eastpool haben sicher alle Hunger. Und du und ich werden die Welt auch nicht mit leerem Magen retten. Ein warmes Mahl klingt wunderbar. Leute, die reden davon, fressen alles drum und dran, ich denke mir so, was bestellen wir denn heute? Gar kein Bock heute zu kochen, Digga. sehr gut, wieder was fürs Zimmer. Gar kein Bock zum Kochen. Geil, oder? Die reden noch vom Essen, oder? Oder Rind gleich der Sauer, oder? Bist deppert. Kannst du mir leider tun. Na dann? Next. Bin jetzt auch wieder gespannt. Die Madame? Auch die Madame dann wieder, was? Von uns. Oder wahrscheinlich irgendeine Tante dort, vielleicht irgendeine, ja, sag ich ja. Irgendeine Tante oder vielleicht die Madame höchstpersönlich braucht schon wieder was von uns. Aber was ich mal wieder erwähnen muss, ist, ich find's geil. Ich find's geil, dass immer wieder dieses Thema daherkommt, die Träger, dass sie Sklaven sind und immer wieder. Und dass da auch der Sid auch wieder ab und zu erwähnt wird. Ich find's echt geil. Ich find's echt geil.